Wissenschaft. Hier bei uns geht jeder Forscher richtig auf. Im Dr. Bums Labor. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Hearthstone Guide. Mein Name ist Rotmack und heute schauen wir uns Klein Sturmi an hier in Dr. Booms Geheimlabor. Und zwar sind wir immer noch in der Todeszone unterwegs. Und ja, ein Unwetter braut sich zusammen für Klein Sturmi. Werden wir uns anschauen. Klein Sturmi ist also an der Reihe. Wir beginnen auch gleich und ihr hört es vielleicht, ihr seht es vielleicht auch, es ist ein bisschen anders als bisher meine Videos. Ich bin umgezogen und es ist noch nicht alles so, wie es sein soll. Also auch der Hintergrund ist noch nicht so, wie er sein soll. Der Ton ist wahrscheinlich noch nicht so hundertprozentig. Ich glaube, es halt ein bisschen. Werde ich alles korrigieren. Ich habe mir aber gesagt, jetzt habe ich Zeit für ein Video. Dann mache ich auch ein Video. Ja? Hab dann genug gewartet. Klein Sturmi also. Gut, wir spielen mit Uther. Ihr seht, wir sind immer noch in der Todeszone und wir müssen den feindlichen Diener vernichten. Ja, das Szenario beginnt und wir schauen uns mal an, welche Karten wir da haben. Wir haben einen Rekruten draußen, wir haben aber auch Tyrion Vordring draußen. Dann haben wir Bilderpyromant, wir haben Gleichheit, Blaukiemenkrieger einmal, zweimal haben wir die Weihe und dann einmal den Echtsilber-Champion. Ja, der Gegner hat Goblin-Leibwächter draußen und zweimal lautere Beschützerin. So, wie gehen wir jetzt hier vor? Da muss man natürlich schon ein bisschen hier ein paar Gedanken machen, denn ansonsten kann das ganz schnell schief gehen. Wir gehen erstmal mit dem Rekruten auf den Goblin, ja? Einen Schaden drauf. So, dann spielen wir den Pyromanten raus, den wilden Pyromanten. Der fügt allen Dienern einen Schaden zu, nachdem wir einen Zauber gewirkt haben. Das nutzen wir auch gleich. Und wir wollen die Weihe rausspielen. So. Jetzt ist aber noch nicht vorbei. Der Blaukiemenkrieger kommt raus. Ihr seht, da ist schon mal Platz gemacht worden. Der Blaukiemenkrieger kommt raus. So, dann gehen wir mit dem mal Face, ne? Wichtig. Auch mit Uther gehen wir Face. So, und jetzt, meine Lieben, jetzt ist wichtig, Gleichheit nutzen. Heißt, alle gehen auf ein Leben runter. Und der Pyromant wird natürlich einen Schaden machen. So geht Vordring kaputt. Und wir kriegen die Waffe und können damit auch noch angreifen. Tada, so einfach. Der erste Gegner ist also somit besiegt. Wir gehen gleich los zum zweiten. Aber erstmal müssen die ganzen Animationen natürlich ihren Platz haben. Gute Arbeit. Ja, ich weiß, natürlich. Nächstes Rätsel wird geladen. So, das nächste Rätsel, da sind wir mit der Schurkin unterwegs, mit Valera. Und wir kriegen schon mal gleich 10 Mana-Kristalle. Ja, der Gegner hat nichts draußen. Ja, wir haben eine Münze, wir haben dann Meucheln draußen. Schattenschritt, Ausbruch, wir haben zweimal Robohopser, wir haben Ausweiden und wir haben Sonja Schattentänzerin. Ja, und genau diese Sonja, die spielen wir auch zuerst. Sonja erstmal raus. So, und da steht, sie hat eine Fähigkeit, und zwar, nachdem ein befreundeter Diener gestorben ist, erhaltet ihr eine Kopie 1-1 davon auf die Hand. Sie kostet 1. Boah, jetzt mit den Hopsern, ne? Na, seht ihr es? Seht ihr es? Wir beginnen, also wir machen dann weiter mit den beiden Robohopser. Erstmal beide rausgehauen. Dann spielen wir ein Meucheln auf einen Robohopser. So, weg ist er. Wir können auch Ausweiden benutzen. Machen dann 4 Schaden hier. Nee, nicht den. Ausweiden, ja. Also nächstes Ausweiden auf den Robohopser. Der ist auch gleich weg. So, dann spielen wir einmal die Münze. Haben dann also 2 Mana zur Verfügung. Wir haben auch 2 Robohopser. Also beide einmal rausgespielt. So, dann ist das Ganze eigentlich schon fast vorbei. Wir nehmen aber erst einmal einen Hopser zurück in die Hand. Schwuppsdiwupps. So, spielen dann auch gleich für 0. So, das ist ein Neuner. Dann gibt es hier Ausbruch. Und wir haben 18 Schaden draußen. Mitgekriegt? Kein Problem, ne? Absolut kein Problem. Wir gehen auch gleich weiter zum dritten Boss. Wie viele Bosse haben wir denn eigentlich? Wir haben 7 Bosse. Sind jetzt bei Nummer 3. Okay, Nummer 3 ist jetzt hier. Da müssen wir mit dem Priester arbeiten. Mit Anduin. Draußen hier ist auch Renai.
Seelenpriesterin beim Gegner. So, jetzt müssen wir hier erstmal das Elementar, strahlende Elementar rausspielen. Wir haben dann noch zweimal göttlicher Wille, wir haben zweimal inneres Feuer, wir haben Trank des Wahnsinns, wo wir einen Gegner übernehmen können und wir haben Kreis der Heilung. So, und inneres Feuer ist jetzt an der Reihe und das spielen wir auf den Propheten hier, ne? Priesterin, so. Inneres Feuer drauf, das heißt, wir können dann mit Trank des Wahnsinns den übernehmen. Aber erst einmal wollen wir Kreis der Heilung spielen und den Gegner auch wieder hochheilen. Kann ganz nützlich sein. So, Trank des Wahnsinns auf die Priesterin. Die kommt auf unsere Seite. Und dann wäre natürlich göttlicher Wille drauf gespielt. Ist er auf 10. Wir spielen ihn weiter hoch auf 20. Dann inneres Feuer und wir haben einen 20-20er, der hier einfach mal in die Fresse hauen kann. So, sehr schön. Nummer 3 also auch geschafft. Wir kommen zu Szenario Nummer 4. Mit dem Krieger wollen wir losgehen. Und ihr seht, wir haben eine ganz dolle Handvoll. Und zwar haben wir Sturmangriff, wir haben Schildschlag, dann haben wir Wirbelwind einmal, Eternium-Flitze haben wir, Rüstungsschmiedin haben wir, dann umzingelte Wächterin, wir haben Trockenstoppelschmied. Ja, dann Rotstreifenwespe, schwungvoller Hieb, zerstörerischer Ghoul und das war's dann. Ja, da kann man ein bisschen ausprobieren, was man da genau spielen will, weil es sind sehr viele Karten. Wir haben 10 Mana, der Gegner hat hier Zornwächter. Jedes Mal, wenn dieser Diener Schaden erleidet, wird eurem Helden ebenso viel Schaden zugefügt. So, das heißt, wir machen OTK natürlich. Ist alles OTK, ne? Ist klar. Und wir spielen erstmal die umzingelte Wächterin. Ja, die umzingelte Wächterin ist hier. Die gibt dem Gegner auch noch Raptoren raus. So, dann kommt erstmal der Trockenstoppelschmied, ne? Erhalte 2 Rüstungen für jeden feindlichen Diener. Jetzt haben wir hier 4, heißt 8 Rüstungen unsererseits. Dann geht es auch gleich weiter mit der Rüstungsschmiedin, die wir rausspielen. Ja, dann der Eternium-Flitzer kommt auch mit raus, der Mech. Und dann wird mal schön Schaden gemacht mit Wirbelwind. So, mal schauen, wie viel Schaden hier gemacht wird. Die kriegen auch relativ viele Rüstung. Um das geht es hier auch. Damit wir mit der Rüstungsschmiedin wollen wir viel Rüstung generieren. Damit wir dann auch viel Schaden machen können auf den Guten. So, jetzt erst einmal hier Sturmangriff. Verleiht einem befreundeten Diener Ansturm. Er kann in diesem Zug keinen Helden angreifen. Ja, kommt auf den Eternium-Flitzer drauf. So, der macht hier einen Schaden. Wir kriegen auch noch 2 Rüstung. Und ihr seht, sogar noch mehr, weil die Rüstungsschmiedin macht ja auch noch Rüstung. Wir haben 17 Rüstung, er hat 17 Life, also Schildschlag auf den Gegner. Und das heißt, er kriegt auch noch 17 Schaden rein. Na, muss man ein bisschen mitrechnen, ja? Ist gar nicht mal so einfach. Gar nicht mal so einfach. Hatte ich auch länger dran, bis ich da drauf gekommen bin. So, wir machen auch gleich weiter mit Nummer 5, ja? So, Nummer 5. Wir haben draußen Allheilbot. Fügt dem feindlichen Helden jedes Mal 2 Schaden zu, wenn ein Diener geheilt wird. So, sehr interessant. Dann haben wir hier Tentakel von Zoth. 2-mal draußen. Und wir haben Ritter von Sturmwind. In der Hand haben wir einmal die Münze. 2-mal haben wir Blitzschlag drin. Dann Elfenbogenschützin. 2-mal. Wir haben Verteidiger von Argus. 1-mal. Und zum Schluss heilender Regen. 1-mal mit drin. So. Jetzt kommt hier erstmal Verteidiger von Argos. Ja, den spielen wir ganz links. Ganz links. So, wir wollen nicht, dass er hier auch gepusht wird. Denn die Tentakel müssen natürlich kaputt gehen. Die wollen wir in dem Sinne nicht pushen. So. Dann kommt die Elfenbogenschützin. Ja. Und wir machen den einen Schaden auf eine Tentakel. So, die geht kaputt. Macht den Schaden, die zweite Tentakel zerstört sich auch und wir kriegen noch mehr Schaden. Dann wollen wir hier mit der Elfenbogenschützin da noch einen Schaden machen. So, auf ihn, denn dann können wir die Heilung spielen und wir heilen uns wirklich gut hoch. So, erstmal Heilung. Aha, jetzt gibt's aber schön Schaden hier. Ihr seht es. Der Allheilbot ist natürlich super hier. Kriegen auch noch einen Regenbogen. Schön, Regenbogen. Ja. Und dann, die ganze Sache ist dann ziemlich einfach. Was haben wir jetzt noch? 11 Leben beim Gegner. Wir machen dir erstmal
auf 5 runter. So, wir haben hier noch 3. Wir haben noch die Münze. Also Münze raus. Einmal Blitzschlag. Zweimal Blitzschlag. Und die Geschichte ist gelaufen, würde ich sagen. Ne? Blitzplatsch, Blitzplatsch. So. Zweitletztes Szenario. Ja, ich sehe das gerade mit dem Licht. Das ist nicht gut mit dem Licht. Da muss ich was machen. Das mit dem Licht, das wird noch korrigiert. Keine Angst. Auch mit dem Ton. Ich werde noch alles verbessern. Aber jetzt muss ich einfach mal was raushauen hier. Geht nicht mehr, ne? War jetzt zu lange nichts los hier auf dem Kanal. So. Wir haben den nächsten Gegner. Und zwar haben wir hier draußen als Diener die Bittertitenhydra. Bittertitenhydra. Wie auch immer. Wir spielen mit dem Krieger. Wir haben einmal eine Blutklinge in der Hand. Ist schon angeschlagen, ne? Nur noch eine Haltbarkeit. Dann haben wir die Münze. Wir haben Blut zu Sekret. Wir haben bei den Fischen schlafen. Wirbelwind einmal, zweimal wilder Pyromant. Dann Rache und Befehlsruf einmal. So, jetzt spielen wir erstmal die beiden Pyromanten, ja? Beide raus, denn jedes Mal, wenn dieser Diener Schaden erleidet, macht er dem eigenen Helden hier 3 Schaden. Das ist natürlich schön. Dann gibt's mal Befehlsruf. Das Leben eurer Diener kann in diesem Zug nicht unter 1 fallen. Ziehe eine Karte. Wir kriegen ein bisschen Schaden. Ha, egal. Ist egal. So, sehr nice. Das gibt jetzt schön Schaden. Step by Step. So, das nächste ist, wir spielen die Münze. Gibt auch wieder 2-mal Schaden. Der macht also wieder 6 Schaden auf den Gegner. Dann gehen wir mit der Waffe erstmal face. Kriegt wieder hier einen Schaden. Und dann haben wir hier noch Blut zu Sekret. Fügt einem Diener einen Schaden zu, ruft einen Schleim 2-2 herbei, wenn er überlebt. Er überlebt, ne? Ein Schaden drauf. Wurde ein Zauber gespielt. Heißt, 2-mal gibt es hier noch die 3 Schaden. Denn er bleibt, kriegt minus 1 Leben. Und da ist er tot. Da müsst ihr aufpassen, dass der muss tatsächlich auf minus 1 kommen, ne? Sonst geht das nicht auf. Wenn er auf 0 kommt, dann ist nicht geschafft. Ganz einfach. So, und dann kommen wir zum letzten Gegner. Oder das letzte Szenario. So, und ihr seht schon, Saturn ist mit von der Partie. Wir haben Kreis der Heilung einmal, Seelensock einmal, ne, 2-mal sogar, Beschwörerin des Bösen einmal, Jünger von Saturn einmal, dann dunkler Wahnsinn einmal und Saturn selbst ist auch mit von der Partie. Auf dem Feld haben wir bereits Seelenführerin. Dann haben wir okkulte Akolytin und wir haben wahnsinniger Anbeter. Auf der Gegenseite haben wir einfach nur Zauberin des Kults und dann wollen wir mal schauen, was wir da genau machen können. Wir spielen erstmal die Beschwörerin des Bösen. Raus damit. Heißt, Zeton wird gepusht. So, dann Seelensorg. Lebensentzug fügt allen Dienern einen Schaden zu. Ja, schön mal ein bisschen Schaden zufügen hier. Und weil wir halt hier Schaden zugefügt haben, kriegt er hier auch noch +1/+1, der gute Zaton. So, dann ist aber noch nicht fertig. Wir spielen Dunkler Wahnsinn. Wo ist er? Hier. Dunkler Wahnsinn. Übernimmt bis zum Ende des Zuges die Kontrolle über einen feindlichen Diener mit maximal 3 Angriff. Übernehmen wir. So. Gut, dann muss ich ganz kurz schauen, was will ich denn als nächstes machen. Ja, der geht erstmal face. Ne? Die 3 Schaden, die geben wir ihm. So, dann gibt's Kreis der Heilung. Wir heilen erstmal. Schön. So, gibt wieder einen Push für Zeton. Und zwar nicht zu wenig. Ja, da wird richtig schön gepusht. Wir warten, bis er gepusht wurde. So, jetzt haben wir noch 2 Mana dann. Heißt, wir können noch einen Seelensorg spielen. Bisschen Schaden machen. Zeton wird weiter gepusht. Und ihr seht, er ist bereits jetzt auf 17. Das heißt, wir machen die 17 Schaden hier. Sturmi ins Gesicht. Tada! Das war's mit kleinen Sturmi, liebe Freunde. Ja, der dritte Boss ist also auch besiegt. Und ich werde mich hüten, solange jetzt kein Video mehr zu bringen. Ich werde morgen oder übermorgen gleich das nächste bringen. Ich denke, es wird morgen sein, wo wir halt den nächsten Boss dann anschauen können, damit wir hier auch die Todeszone quasi eliminiert haben.
Klingt doch gut. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir auch in die Kommentare, wie das mit dem Ton und Bild so ist. Ich sehe es ja dann selber auch beim Schneiden, aber ne, damit ihr was zu schreiben habt, schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich werde, wie gesagt, mich noch daran setzen und das Ganze noch ein bisschen optimieren hier. Ist halt Umzug, ne? Da muss man halt auch ein bisschen Abstriche machen. Ich habe eigentlich noch genug zu tun mit Aufbauen, mit noch die alte Wohnung putzen und so weiter. Aber ich habe mir gesagt, jetzt hier, komm, jetzt machst du mal wieder ein Video, weil zu lange darf man da nicht warten. Darf man nicht. Geht nicht. Auf keinen Fall. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen, damit ihr auch kein Video verpasst. Und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Rotmack. Ciao.